So, okay, Mäuse, das Essen ist gleich fertig, das Haus glänzt, die Gäste kommen gleich, passt. Ich glaube, es ist alles in Ordnung soweit, oder? Ah, warte, die Gäste kommen. Juhu! Jetzt sind sie auch, nein, Hand aus der Hose, nicht wenn die Gäste kommen, komm. Hallo, herzlich willkommen bei der Familiencouch. Ich bin Jens Wurz, eure Psychologin. Wahrscheinlich seid ihr auch schon mal mit euren Kindern oder Kind in eine prekäre Lage gekommen, und zwar im Hinblick auf die sexuelle Entwicklung. Sexuelle Entwicklung und Kinder ist ja irgendwie ein Thema, das nicht so oft angesprochen wird. Dennoch ist es einfach Teil des Lebens, Teil der Entwicklung. Und so manch eine komische Situation passiert da natürlich, weil unsere Kinder unter 2 Jahren noch gar kein Schamgefühl haben und wir Eltern allerdings schon. Vielleicht habt ihr euch da schon mal gefragt, wie ihr damit umgeht. Ich verrate es euch heute im Video. Viele Eltern haben eine gewisse Scheu, dieses Thema anzusprechen. Aber gerade die sexuelle Entwicklung ist etwas, was uns im Alltag immer wieder begegnet. Was soll ich machen, wenn sich mein Kind unpassend in der Öffentlichkeit verhält? Ganz wichtig ist in diesem Fall, dass ihr es euren Kindern erklärt, dass dieses Verhalten hier nicht passt. Warum es nicht passt und was es ändern soll. Ganz wichtig, auch wo es passt. Also im eigenen Zimmer oder zu Hause, je nachdem, wie da eure Gepflogenheiten, sagen wir mal so, sind und wo es auch für euch in Ordnung ist. Sexuelle Entwicklungen, sexuelle Gefühle sollten ausgelebt werden von den Kindern. Sie dürfen sich entdecken, sie dürfen sich erfahren, aber natürlich vielleicht nicht gerade im Supermarkt oder im Hotel oder wo auch immer in der Öffentlichkeit. Viele Eltern sind auch verunsichert, was das Wickeln betrifft. Immer wieder kommen Eltern zu mir und fragen, ist es okay, wenn ich als Papa meine Tochter wickle und auch umgekehrt. Auch Mamas fragen sich das bei den Söhnen und auch, was ist da okay und was ist nicht okay. Wir können sagen, natürlich ist das okay. Eltern dürfen ihre Kinder wickeln. Das hat nichts Sexuelles an sich und hat nichts mit Sexualität zu tun, sondern mit Hygiene. Und auch der Intimbereich gehört gepflegt, besonders bei Babys und Kleinkindern, die können das noch nicht selber und sie brauchen dazu Unterstützung. Wer sie dabei unterstützt, hängt natürlich ab, wer eine nahe, vertraute Person ist. Also Mama, Papa, Oma, Opa, kann auch sein, alle Vertrauenspersonen, wenn das für die Eltern okay ist, dürfen die Kinder wickeln und pflegen. Gibt es eigentlich auch negative Folgen bei der sexuellen Entwicklung, wenn es nicht so läuft, wie es laufen soll? Die Frage kann ich getrost mit Ja beantworten. Tatsächlich gibt es auch negative Folgen von sexueller Entwicklung bei Kindern, besonders auch gleich bei Kleinkindern. Wenn wir da zu sehr Druck machen, wenn wir das als etwas Böses und Schlechtes darstellen, dann wird das von unseren Kindern übernommen. Es wird immer etwas Verbotenes, etwas Schambesetztes sein. Das kann sich natürlich sehr negativ auswirken und die Kinder haben da meistens auch nicht die Möglichkeit und die Chance, den Körper zu entdecken, den Körper zu erforschen und entwickeln ein schlechtes Körpergefühl, ein schlechtes Körperschema. Sie wissen also nicht, was ihr Körper wann tut, wie er reagiert. Das ist aber ungemein wichtig im Schulalter und natürlich auch im Erwachsenenalter später. Aber wann fängt die sexuelle Entwicklung eigentlich an? Das kann man nur sagen, geht schon los im Bauch der Mama. Also schon während der Schwangerschaft wurde auf Ultraschall schon sexuelle Erregung bei den vor allem Burschen meistens, weil das ist leichter zu beobachten, festgestellt. Und hier beginnt also auch die sexuelle Entwicklung. Und sie setzt sich unser Leben lang fort. Also noch vorgeburtlich bis eigentlich ins hohe Alter. Natürlich tut sich da in den gerade ersten Jahren total viel. Kleine Kinder unter 2 Jahren haben noch kein Schamgefühl. Interessanterweise, das wissen viele nicht, fällt diese Entwicklung des Schamgefühls und des Zweifelns zusammen mit der Entwicklung der Autonomie. Die bekannte Trotzphase und Autonomiephase überschneidet sich, das gehört nach Erikson, ein bekannter Psychologe, wurscht, zusammen, Autonomie und Entwicklung von Scham. Das heißt, kleine Kinder unter 2, meistens auch unter 3 Jahren, haben dieses Schamgefühl wie wir Erwachsene gar nicht.
Und deswegen entstehen einfach manchmal so für uns, sagen wir mal, peinliche Situationen. Man sollte damit rechnen, tun wir halt nicht, wir müssen nur wissen, wie wir damit umgehen. Am besten Ruhe bewahren, wie schon kurz gesagt, denn die Kinder klären, du, da passt's nicht. Schau mal, hier sind andere Leute, aber du darfst es zu Hause machen. Natürlich werden wir Eltern hin und wieder vor so Situationen überrascht, aber wichtig ist, hier ruhig zu bleiben, auch wenn man sich im Moment irgendwie peinlich berührt vielleicht fühlt und euren Kindern so erklären, schau mal, es ist zwar in Ordnung, ich weiß, du bist neugierig, aber hier passt es nicht, wir sind ja gerade unter anderen Leuten. Natürlich brauchen da Kinder eigentlich Ruhe und den eigenen Raum, dass sie das so erforschen können, wie sie auch wollen. Aber es muss ihnen halt in diesen Momenten klar gemacht werden, es ist nichts Schlimmes, es ist okay, nur es passt jetzt gerade nicht. Bei der sexuellen Entwicklung gibt es bei Kleinkindern dann noch einen ganz großen Schritt. Das ist so zwischen 5 und 6 Jahren meistens. Und zwar lernen sie hier, eigene Wünsche und Bedürfnisse auch aufzuschieben. Vorher fällt ihnen das einfach noch urschwer und gelingt also nicht immer so gut. Die Entwicklung, wo sie das anfangen zu lernen, beginnt so mit 2 und sie werden halt immer besser, bis sie so circa 6 Jahre sind, dass sie jetzt nicht gleich sofort alles haben und machen müssen, nach was ihnen gerade ist. Und gerade in der sexuellen Entwicklung ist das natürlich da ein wichtiger Punkt. Also man kann sagen, Kinder, die ins Schulalter kommen, verfügen meistens über die passende und richtige Reife, dass sie so auch sexuelle Impulse unterdrücken können, auch wenn sie gerade das Verlangen haben, sich zu erforschen, sich zu entdecken, können sie das in diesem Alter dann normalerweise schon recht gut unterdrücken. Da will ich auch noch gleich auf ein wichtiges Thema eingehen. Empfinden Babys und Kleinkinder eigentlich schon Lust? Ja, tun sie. Was mir immer ganz wichtig ist, sexuelle Entwicklung und die Sexualität von Kindern hat wirklich sowas von gar nichts mit unserer erwachsenen Sexualität zu tun. Ich glaube, dass sich deswegen ganz viele Eltern damit einfach schwer tun, ihren Kindern da Raum zu lassen, sich zu erforschen und auch mit ihnen darüber zu reden und ihnen das konkret sozusagen beizubringen, was sind die sozialen Regeln, was passt nicht. Kinder empfinden Lust. Gerade noch im Kleinkindalter leben sie das meistens durch Bewegung aus. Auch alles Rhythmische ist angenehm, wird das angenehm empfunden. Und alles, was als angenehm empfunden wird, eben zum Beispiel wiegen, schaukeln, laufen, hüpfen, das alles ist lustvoll und das ist Lust für Kinder. Sie leben das aus jeden Tag und das ist völlig in Ordnung, weil so lernen sie ihren Körper kennen, lernen sich spüren, lernen Freude, Lust und natürlich auch diese Lusterfüllung kennen. Was auf jeden Fall total fehl am Platz ist, ist Kinder runterzumachen. Unsere Kinder da irgendwie richtig zu beschämen, sie runtermachen, sie zu schimpfen, das passt in diesem Zusammenhang wirklich nicht. Weil wie schon vorher gesagt, so circa ab 2 Jahren kommt das Schamgefühl hinzu und wenn wir da so richtig fest an der Schraube drehen, dass sich unsere Kinder für alles schämen, dann nimmt das überhand und ist deplatziert. Das ist dann, sie schämen sich dann für alles und das soll es ja natürlich auch nicht sein. Natürlich müssen sie es lernen. Scham ist ein natürliches, normales Gefühl, aber es soll passen. Sie müssen sich nicht für alles schämen. Sie müssen sich schon gar nicht für ihren Körper schämen, sondern sie sollten nur lernen, die sozialen Regeln einzuhalten. Und gerade auch in der Sprache sollten wir dabei achten, dass wir da unsere Kinder nicht runterspielen und nicht runtermachen. Das passiert manchmal im Alltag, auch wenn es nicht böswillig irgendwie gemeint ist, aber gerade Kinder später dann im Schulalter definieren sich natürlich auch übers Aussehen, weil sie sich mit anderen vergleichen. Und wenn wir Eltern da dran sind und irgendwie sie versuchen zu stützen und ihnen versuchen, ein gutes Körperbild und Körperschema zu vermitteln, dass sie in Ordnung sind, so wie sie sind, dass nicht jeder Mensch gleich sein muss und sie gleichzeitig ihren Körper kennenlernen, wissen, was kann ich nicht, wie erreiche ich Dinge und
Genau, darum geht es eben auch in der sexuellen Entwicklung. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass unsere Kinder ein gutes Körperbild, ein gutes Körperschema von sich selbst entwickeln. Aufklärung sollte bis zum Schulalter immer situationsbezogen sein. Es werden Fragen kommen, denn den Kindern fällt es zwischen 2 und 3 Jahren auf, dass es unterschiedliche Geschlechter gibt. Da kann man natürlich erklären, die Männer, die Buben, die Jungs haben einen Penis, die Frauen haben eine Vagina und Brüste. Das kann man erklären, wenn es auf das Thema kommt, Schwangerschaft, ja, da ist ein Baby im Bauch. Das sollte wirklich altersangepasst sein. So, mit einer richtigen Aufklärung sind wir in diesem Alter noch viel zu früh dran. Das können die Kinder nicht begreifen. Es würde sie eher verunsichern und Angst machen. So eine richtige Aufklärung, natürlich auch altersangepasst, ist aber erst so im Schulalter in Ordnung, sagen wir mal so. Wie gesagt, wenn Themen aufkommen, ruhig auf die Fragen eingehen. Das ist genauso wichtig. Also immer wieder werden so Fragen kommen, geht darauf gleich ein, versucht sie wahrheitsgetreu zu beantworten, aber jetzt nicht ins Detail gehen, das überfordert die Kinder einfach noch in diesem Alter. Und was ganz wichtig ist, wenn ihr den Geschlechtsteilen schon Spitznamen gibt, nehmt einfach Begriffe, die für euch passen, die auf keinen Fall abwertend sind oder irgendwie sich über ein Geschlechtsteil oder ein Geschlecht lustig machen, das passt nicht. Angenehme Wörter, die gut klingen, kann man schon mal verwenden. Aber es ist dennoch wichtig, dass die Kinder auch den richtigen Namen des jeweiligen Geschlechtsteils kennen. Gerade in der sexuellen Entwicklung tun sich natürlich viele Eltern schwer. Wir haben selbst unsere Erfahrungen schon gesammelt und lassen die dann gerne da reinspielen. Wir haben oft selber irgendwie Zweifel oder sind sehr schambesetzt. Das ist natürlich gut, wenn man sich vorher irgendwie darüber Gedanken macht. Einfach so natürlich und normal wie möglich dieses Thema immer aufgreifen, auch gerade bei Kleinkindern. Und nicht zu übertreiben, also quasi die Kirche im Dorf lassen. Das war die Frage, das wollen die Kinder beantwortet haben. Jetzt, es muss nicht irgendwas total Ausschweifendes sein, das überfordert die Kinder ohnehin in dem Alter und passt auch noch nicht. Und wie gesagt, immer im Hinterkopf haben, die sexuelle Entwicklung bei Kindern und das Lustempfinden ist nicht in keinster Weise das gleiche wie Erwachsenensexualität und hat gar nichts miteinander zu tun, darf auch nie vermischt werden. Okay, gut, also solltet ihr noch irgendwelche konkreten Fragen haben, dann schreibt es mir bitte einfach in die Kommentare, ich beantworte alles gerne. Und wollt ihr noch mehr Infos, dann bitte meinen Kanal abonnieren und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen, tschüss, eure Ines.